du hältst viel aus. Warte mal. Swoosh. Wow. Du hältst viel zu viel aus. Okay. Kein Loot, dafür Gift. Okay. Spring. Ah, nein. Ach, das war hier. Hallo, alter Mann. May the dark. Gerne nicht sterben. Danke. War hier nicht noch irgendwas? Ich glaube, die Tür, die ich dachte, war in einem Gebiet weiter oben. Oder hier unten. Ach, hier geht's ja noch weiter. Aber ja, oben war auch noch was. Also da, wo die ganzen Holzkonstrukte waren. Da war, wenn man vom Leuchtfeuer die linke Wand verfolgt, war oben eine Tür, die wir nicht öffnen konnten. Da sollte ich auch nochmal hingucken. Hier sehe ich zwei Riesen. Ganz, ganz schwach hinten. Die halten mehr aus als die Riesen, die wir gerade in der Vergangenheit hatten. Roll. Roll. Doppeltrink. Oh. Schnell, 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 schnell. Trink. Töt. So. So. Roll. Ja. Wie kriegen wir hier... Kriegen wir noch eine Riesenseele hier? Nee. Ich höre gerade was. Da ist ein Fahrstuhl. Ah, waren wir schon, ja. Aber auch kein Addon-Gebiet. Nee, 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 nee. Ich nehme den Fahrstuhl. Ich weiß noch gar nicht mehr, wo der hinkam. Hoch. Ja, schön. Hier wieder hin. Ja, nein. Sah ein bisschen aus wie eine Feder. Das arme, schöne Kraut. Das heißt, ich muss jetzt dahin, wo ich nie wieder hingehen wollte. Das wäre hier. Oberes Loch, mittleres Loch. Ich glaube, das obere Loch, da kam man da schneller hin. Ich mag das dunkle Loch nicht. So, genau. Das Loch. Und wenn man hier der linken Wand folgen würde... Was man jetzt nicht direkt kann. Denn ist, glaube ich, da hinten schon die Tür gewesen. Also, Plan ist einfach links halten. Nicht in irgendwelche Löcher reinfallen. Da rüberspringen. Ja, ich glaube, das ging sogar. Also versuch mal da und spring. Ja, sehr gut. Das war zu viel des Guten. Der da reicht. Oh, hallo, du schon wieder. Du kommst ganz schön häufig. Danke für die Seelen. Und auf baldiges Wiedersehen. Ich finde den irre praktisch. Hier ist gar keine Tür. Wow. Doch, da ist eine Tür. Du. Vergessener Schlüssel benutzt. Oh. Kann ich die alle auf einmal kaputt machen? Nein. Hier sind eh vergiftet. Hau die alle zu Klumpen. Jetzt sind wir vergiftet.
Trink. Trink. Aber auch hier kein Addon. Mitnehmen. Havels Großschild, Havels Helm. Ja, Havel, für die, die ihn nicht kennen, ist ein Ritter gewesen. Mit dem Drachenzahn, den wir ja auch schon haben. Das heißt, wir könnten jetzt rumlaufen wie Havel. Aber das will Chalana nicht wirklich. Ich weiß nicht, warum ich gerade alles kaputt hau. Wahrscheinlich, weil ich dachte, dass hier ein Addon wäre. Nimm mal bitte den Ring. Ich will jetzt nicht, wenn ich sterbe, das alles wiederholen müssen. Nimm bitte den da. So, und dann tun wir jetzt hier noch ein bisschen rum. Gucken uns um, ob hier doch vielleicht noch irgendwo das Ding ist. Und wenn nicht, ob hier noch irgendwelche losen Enden sind, die ich angehen wollte. Weil ich glaube, hier war irgendwo noch eine Nebelwand. Eine Nebelwand, die ich nicht gemacht hatte. Weil ich einfach nur weg wollte von hier. Und nutz nur bitte einen von den Schmetterlingsdingern da. Genau, damit wir hier ein bisschen Licht machen können. So, da geht's hoch dahin. Da geht's rüber dahin. Da könnten wir rauf. Ja. Und drin ist ein Hund. Kommen wir von hier aus auch wieder nach oben. Oder weiter. Weil ich wage mich zu erinnern, dass der Weg hier durch ziemlich nervig war. Eventuell sollte ich mit einem... Also mit der Feder... Oh, da habe ich gerade was kaputt gemacht. Mit der Feder zurück zu dem Leuchtfeuer und von dem Leuchtfeuer aus zum zweiten Leuchtfeuer. Weg mit dir. Weil das hier scheint nur bedingt viel zu bringen. Wobei, bin ich jetzt gleich wieder genau da oben, wo ich angefangen habe? Kann ich mir das Ganze nämlich sparen? Ich glaube, das ist die Brücke. Aber wenn ich da jetzt versuche raufzuspringen, knall ich garantiert runter. Da kann ich rauf. Und da ist jetzt die Brücke. Okay. Da kam jetzt gleich der Sprengtyp. Genau, du... Musste man hier... Hallo? Ja, ich habe deine Leiter genommen. Tut mir leid. Da, wo das gerade so rot ist. Oh? Ich habe kein... Ja. Also ihr seht da hinten die roten Flecken und die rote Fahne. Da müsste das zweite Leuchtfeuer sein. Und da irgendwo in der Nähe gab es, glaube ich, noch ein loses Ende für uns. Das heißt... Wie... Oh, hey. Ja, Nahkampfzauber ist eben nicht. Da gehen sie durch den Gegner durch. So ist gut. Fackel. Hier ist falsch, oder? Ja. Da ist... Oh, oh, Hund. Vergiftet. Trink. Das Gebiet ist immer noch garstig für Talana. Das ist krass. Nee, da geht's nicht lang. Boah. Nein, du musst irgendwo rüber. Obwohl. Es könnte klappen. Was steht da? Versucht unterhalb. Achso, kann man hier in der Mitte irgendwo runter? Ja, man kann sich vergiften lassen. Ich versuch's einfach mal. Okay. Hallo. Guten Tag. Noch ein Trunk. Was? Oh, hallo. Also falls das irgendwas bringt, hat das schon mal etwas Positives, was wir gerade hier tun.
Unten. Nein, wir sind zu weit rechts. Hier gab es jetzt noch ein Gebiet, wo man unten ein paar Sachen finden konnte. Aber ich glaube, von hier aus kommen wir nicht zum zweiten Leuchtfeuer. Stehst du gerade auf? Ja. Da geht es nur ganz tief runter. Na gut, gucke ich mal hier rüber. Ob ich mich vielleicht vertue. Da hängt jemand. Bye. Bye. Zack, zack, zack. Killer Schwarzstab. Wurfmesser. Ne, hier war nur eine Kiste. Ja gut, genug Spielereien. Nicht das Kraut fressen, sondern Feder benutzen. Von dem Leuchtfeuer zum zweiten Leuchtfeuer und da dann direkt umgucken. Aber trotzdem ein paar Seelen gesammelt und Fackeln angezündet. Du, Reisen. Da, mittleres Loch. Wenn es ein oberes Loch gibt, dann ein mittleres Loch. Warum gibt es dann kein unteres Loch? Düm, düm, düm. Hier. So, da hinten waren wir eben gerade. Da unten. Ja, Gift. So, hier waren jetzt ganz viele Leitern. Hallo. Ganz viele Leitern, die dann ineinander sich gegriffen haben und von Ebene zu Ebene und all sowas. Das war ziemlich doof. Ich guck gerade, ob hier irgendwo. Erstmal zünde ich die Fackel wieder an. Stopp. Ich hätte gerne eine Fackel in der Hand, während ich mich hier umgucke, damit ich etwaige andere Fackeln wieder anzünden kann. Also komm her. Fackel. So, dann mache ich die eine Statue kaputt, bevor ich da noch zum vierten Mal reinlaufe. So. Gut. Dann nehme ich die erste Leiter links, wenn man in den Raum reinkommt. Und genauso werde ich das wahrscheinlich alles abgehen müssen. Achso, ich soll darauf achten, dass die Leitern auch unter sich wirklich was haben. Weil es gibt auch Leitern, die führen ins Nichts. Da ist eine Tour. Ich sollte vielleicht auch den Ring anlegen für Fallschaden. Hm? So. Hier ist eine Leiter runter. Führt die auch ganz runter. Ich werde jetzt nicht rutschen. Achso, da ist schon der Boden. Ja, okay, dann rutsch mal. Ja, und gleich ein Dolch in die Brust. Auch du, Brutus. Oh. Nein. Wow, die machen richtig Schaden. Doppeltrunk, Doppeltrunk. Weg, weg, weg. Nein, ich wollte looten, nicht klettern. Nein, ich wollte looten, nicht klettern. Umschalt. So, giftiges Wurfmesser. Häftlingslumpen. Ja, okay. Da war eine Fackel. Was ist da hinten gewesen? Ne, ich gucke erstmal noch zu Ende hier. Wobei ich jetzt schon nicht mehr weiß, von welcher Leiter ich kam. Und ob man von den einzelnen Leitern vielleicht noch woanders hinkommt. Aber ich glaube, diese ganzen Zwischenleitern und Zwischenetagen waren nur dafür da, um noch zwei Loot-Sachen zu verstecken. Also einmal kommt man zu der einen Kiste nur hin, wenn man erstmal runter und wieder hochklettert. Oder taktisch springt. Und irgendwo lag noch Loot auf dem Boden. Also wir sollten da nicht irgendwo hinkommen, was wirklich wichtig ist. Also Add-on-Gebiet oder optionaler Boss oder irgendwas in der Richtung. Das heißt, ich gucke jetzt mal hier. Hops. Hier geht es jetzt nicht noch tiefer, ne? Gucken wir mal. Genau, da ist die erste Andeutung, dass das nächste Gebiet noch garstiger werden könnte. Oder kommt hier schon das nächste Gebiet? Ja, okay. Das ist der Weg, wie man in das Gebiet hier kommt. Und so komische Löcher. Ne. Gut. Ich denke, bevor ich jetzt noch
zigtausend Mal rumrätsel. Schreibt mir bitte in den Kommentaren. Obwohl, ich bin so ein Pfosten. Hier. Drachenklaue. Eine stark abgenutzte Drachenklaue. Der Legende nach liegt in den tiefsten Tiefen der schwarzen Schlucht, wo wir gerade sind, hinter verschlossener Tür eine prächtige, für einen schlafenden Großdrachen errichtete Stadt. Also es ist doch hier in dem Gebiet und nicht oben bei den Holzkonstruktionen. Okay. Und du? Öffne die Tür zu einem neuen Pfad am Schrein des Winters. Auf dem Weg zur großen Burg.